Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch von Essence die Lidschattenpalette Ho 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 vor. Viel Spaß beim Anschauen! Heute geht es um die Essence Lidschattenpalette Ho Ho Ho. Die könnt ihr ganz normal in der Drogerie kaufen. Die Lidschattenpalette sieht so aus. Ist jetzt eher so ein bisschen banal gehalten. Also es ist eher, ihr seht es jetzt, ist eigentlich so ein kartonähnliches Ding. Also ich muss sagen, besonders hübsch finde ich die eigentlich nicht. Gut. Innen drin ist einmal kein Spiegel. Ich bin erstaunt. Es ist auch eher so ein Pappding. Also es ist sehr billig gehalten. Da ist jetzt noch die Folie drauf, die werde ich gleich entfernen. Aber ihr seht schon mal die Farben. Ich werde mal swatchen, ihr kennt es von links nach rechts, von oben nach unten. Zuerst die Folie entfernen. Und beim Entfernen gleich mal den Lidschatten angeritzt. So. Das war jetzt nicht so cool. Ja, es sieht jetzt so ein bisschen aus, aber das kann jetzt täuschen. Es sieht einfach aus, als wenn ganz wenig drin wäre. Wenn man reingeht, also der erste ist sehr cremig zum Swatchen, der zweite ist sehr pudrig, das erste war ein Schimmer, Schimmer ist cremig wahrscheinlich, der dritte ist einfach nur unglaublich hart, ja. So, das sind jetzt die ersten drei. Dann nehme ich mal die nächste Reihe dazu. Er sieht was. Bitte sieht was. Ich bin jetzt gerade überhaupt nicht so begeistert von der Palette. So, der ist wieder irrsinnig pudrig. So, das sind jetzt die ersten zwei Reihen. Aber ich gebe jetzt einfach mal die dritte Reihe auch noch dazu, damit ihr alle im Vergleich seht. Muss man nur die Finger schnell reinigen. Das ist immer das, wenn man irgendwas runterfällt. So, schnell noch. So, dritte Reihe. Der ist bröselig wie sonst was. Soll ja keine Schimpfwörter sagen. So. Das sind alle Lidschattentöne. Könnt ihr das sehen? Ich glaube schon. Qualitativ finde ich die. Also Pigmentierung ist super, aber es sind welche dabei, so wie der bröselt einfach nur komplett ab. Also der ist furchtbar. Der wird zum Tragen am Auge eher problematisch. Und ich meine, der Auftrag ist gut. Also ich finde es farblich gar nicht so schlecht, wie ich dachte, aber ich finde. Wenn ihr euch das jetzt einfach so anseht, das ist so eine Pappding-Verpackung, das ist irgendwie, das sieht so nach schlechter Qualität aus, die Pfännchen. Vielleicht kann ich das so ein bisschen zeigen, ja. Ich glaube, jetzt sieht man es. Die sehen so überhaupt nicht gefüllt aus irgendwie. Ich meine, das kann jetzt nur so ein Gefühl sein, aber es kommt einem vor, als wenn man einfach Pappe mit ein bisschen Farbe kauft und das war's jetzt eigentlich. Aber ich habe jetzt auch nicht im Kopf, vielleicht war die total elends billig. Ja, also farblich, wie gesagt, die haut mich eigentlich schon ganz gut vom Hocker, aber ich finde im Auftrag sehr schwierig. Ja, aber es muss dann jeder für sich wissen. Probiert die am besten wirklich aus im Geschäft, damit es so ein Gefühl bekommt. Vor allem diese hier, die solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, weil das muss man ein Gefühl haben. Ja, probiert ihr auf jeden Fall aus und dann habt ihr eh ein Gefühl ein bisschen, wie das jetzt ist. Ein paar sind sehr pudrig, ein paar sind sehr cremig, ein paar sind einfach nur ein Bröselhaufen. Ja, zum Verschenken, wie gesagt, die Verpackung ist jetzt nicht die hübscheste, sieht eher so ein bisschen billig aus und macht ein bisschen wenig her. Ja, das war es eigentlich so zu der Lidschattenpalette. Ich habe die
Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, dass ich die verwende. Wenn ich die verwendet habe, dann schreibe ich euch in die Infobox, wie es mir damit gegangen ist. Ja, und ansonsten wünsche ich mir, abonniert meinen Kanal, bitte, 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 unterstützt mich. Bin ja noch nicht so lange auf YouTube. wenn ihr irgendwelche Kommentare für mich habt, schreibt sie in die Kommentarbox. Ich kriege nämlich ganz selten Kommentare. Würde mich total freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!